Wenn wir nämlich präzise Hinweise hätten, wenn also in geschichtlichen Büchern, in geschichtlicher Zeit geschrieben worden wäre über ganz bestimmte Kulturen, Hochkulturen, die zerstört worden sind, dann hätten wir Daten, dann wüssten wir, das ist nicht mythologisch, das ist historisch. Da wir aber nur mythologische Hinweise haben, hängt man immer ein bisschen in der Luft. Nun, für meinen Teil bin ich restlos überzeugt, dass es tatsächlich früher Hochkulturen gegeben haben muss. Ich bin deshalb überzeugt, weil ich schließlich ein Globetrotter bin und unsagbar viel fotografiert und gefilmt habe auf dieser Erde. Und dazu gehört zum Beispiel Puma Punku. Und das sind nun riesige Plattformen, vorfabrizierte Bauteile, einfach eine angewandte Technologie, die nicht und niemals aus unserer Evolution der Technologie herauskommen kann. Sie muss von einer früheren Kultur stammen, die offensichtlich perfekter war als wir. Also so etwas wie eine Hochkultur könnte man tatsächlich belegen, aufgrund von fotografischem Material und aufgrund von mythologischem Material. Das auf jeden Fall. Bis zu diesem Zeitpunkt durchlebten die Menschen ein durch göttliche Führung angeschlossenes Matriarchat. Das dunkle Zeitalter war die Geburt des Patriarchats, des menschlich eigenen Willen, die Geburt des Egos. Die dritte Dimension wurde durch einen Polsprung eingeleitet. Das magnetische Gitternetz der Erde wurde verletzt und ganze Kontinente versanken in einer riesigen Katastrophe im Meer. Bevor das jedoch geschah, brachten die Meister der Weisheit das Wissen der damaligen Menschheit in den Pyramiden in Sicherheit. Sie konservierten nicht Schriftstücke, sondern bauten die Pyramiden mit mathematischer Genauigkeit in einer universellen Sprache, die erst entschlüsselt werden kann, wenn die Menschheit den Zyklus der dritten Dimension verlässt und zurück in die vierte Dimension und dann in die fünfte Dimension kehrt. Die Meister warnten die Auserwählten vor der großen Katastrophe und schickten die Schüler und Erwählten in andere sichere Länder, um der Menschheit ein Licht auf der Reise des Vergessens zu sein. So finden wir noch heute Artefakte und Zeugnisse dieser unvorstellbaren Zivilisation und ihr geistiges Wissen in den Mythen alter Völker. Sie prophezeiten, dass sie erst wiederkehren würden, wenn die Menschheit das dunkle Zeitalter durchlebt hat. Wenn Liebe, Weisheit und Macht wieder vereint sein werden, kehren sie wieder, um neue Schulen der Weisheit zu errichten. Auch die Außerirdischen mit ihrem höheren Bewusstsein konnten während dieser tiefen Phase nur als Beobachter und Wächter der Evolution aktiv sein. Sie verließen zum Teil den Planeten und gingen zu ihren Planeten wie die innere Venus und die Plejaden zurück. Ein Teil von ihnen zog sich zurück in unterirdische Städte, in die innere Dimension der hohen Erde, die Shambhala, Eden, Argati und andere Namen hatten. Der äußere Planet wurde durch den Polsprung negativ polarisiert. So wurden die innere Welt Argata, was so viel wie Garten Eden bedeutet, von den äußeren Welten getrennt. Der äußere Mensch wurde symbolisch gesehen aus dem Paradies vertrieben. Sie versiegelten die Eingänge zu den goldenen Städten mit Zeit-, Bewusstseins- und Gravitationsschranken. I'm Wendell Stevens, Lieutenant Colonel United States Air Force. Ich bin Wendell Stevens, Oberleutnant AD der US Air Force. Und ich brachte Flugzeuge nach Südamerika, wo ich Gelegenheit bekam, mich mit alten südamerikanischen Zivilisationen zu befassen, die mit dem UFO-Phänomen verbunden sind. Im Zuge meiner Nachforschungen wurde ich zu einem Professor, Javier Cabrera, gebracht, der in Ica, südlich von Lima, Peru, lebt, am Ende der Ebene von Nazca, wo wir die Nazca-Linien finden. Die Nazca-Linien sind ein Beweis dafür, dass es außerirdische Wesen gab, die Kontakte nach Südamerika hatten. Tiwanaku und andere bekannte Ruinen sind in dieser Umgebung. Machu Picchu and Tiwanaku and some of the other earlier ruins are in that vicinity. And so
Ich interviewte Professor Cabrera und fand heraus, dass er im Besitz von Steintafeln war, die aus schwarzem Basalt und Linien hatten, die mit einem harten Gegenstand dort hineingearbeitet waren, sodass weiße Linien auf einem schwarzen Stein erschienen. Er hatte 11.000 dieser Steine. Diese Steine zeigten deutlich, dass eine Zivilisation von den Sternen gekommen war. Dies war auf einem der runden Steine dargestellt. Sie kamen von den Sternen zu einer Zivilisation in Südamerika vor langer Zeit, errichteten eine Kolonie und blieben für eine Weile und lebten mit den Leuten dort zusammen und reisten dann wieder ab, nahmen alles mit und ließen nur einige Sachen zurück, die in ein paar Jahrhundert verfielen, sodass keine Beweise zurückblieben, außer dem, was auf den Steinen geschrieben stand. Die Bruderschaft von Atlantis. Als Atlantis auf seinem Höhepunkt war, gab es ehrgeizige Wissenschaftler, die der Natur die letzten Geheimnisse entreißen wollten. Sie forschten an der Beherrschung des Gravitationsnetzes, wie heute die geheimen Forschungsobjekte der Regierungen an der Beherrschung aller materieller Strukturen arbeiten. Sie erforschten die Elektrogravitation, die Verdichtung der Materie durch Ton und Licht. Sie bauten Transmitter für Zeitstudien durch riesige Kristalle, die auf geomantischen Kraftplätzen für Feldüberschneidungen genutzt wurden. Pyramidenstrukturen wurden für die Kommunikation mit höheren Welten benutzt. Sie suchten auf wissenschaftlicher Basis nach dem Urton, aus dem alles hervorgegangen war. All das war im Plane der Schöpfung enthalten, bis diese Zivilisation ihren Höhepunkt in der Suche im Außen erreicht hatte. Dann jedoch trat Atlantis in eine gefährliche Zeit ein. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Wissenschaftler und Hohepriester eins. Nur ein gottgeweihter Mensch, der mit dem Herzen denkt und mit dem Kopf fühlt, war berechtigt, die Geheimnisse der Schöpfung zu offenbaren. Ein solcher wissenschaftlicher Hohepriester war in der Führung Gottes und der höheren geistigen Hierarchie und in der Harmonie mit seinen Schöpfungen. Er hatte nie etwas getan, um durch Machtansprüche Menschenleben zu gefährden. Doch dann tauchte auf der Erde ein neues dunkles Zeitalter auf. Es traten Menschen hervor, Schüler der Meister, die noch nicht vollendet eingeweiht waren und experimentierten ohne Zustimmung des Heiligen Rates der sieben Weisen und forschten an dem Urton weiter. Damit war der Untergang von Atlantis besiegt. Das abgespaltene Denken ohne geistige Führung, ohne Intuition aus dem Herzen nach Eigenwillen und Macht zu gebrauchen, spaltete Wissenschaft und Priester und eine vorprogrammierte Katastrophe trat ein. Der Rat der sieben Weisen, der physisch zu dieser Zeit noch auf Erden weilte, zog sich zurück und warnte die von Gott Erwählten und schickte sie in verschiedene andere Kontinente, um eine Nachkommenschaft der Menschheit zu sichern. Die Atlantis-Legende kennt jeder, die von Plato, die muss ich hier nicht wiederholen. Über Atlantis ist seither eine Literatur entstanden, die über 10.000 Bände umfasst. Ich würde sagen, alle paar Jahre kommt irgendein kluger Kopf und beweist, dass Atlantik entweder an den Azoren lag oder vor Bimini oder im Mittelmeer, das ist die Insel Santorin und so fort. Es gibt Atlantis-Theorien und Atlantis-Lokalisationen noch und nöcher. Nur bis heute nichts, was man objektiv, also mit Gegenständen beweisen könnte. Jetzt fragen Sie, ob Atlantis eine weltumspannende Kultur war. Die Fachleute, und damit meine ich diesmal die Archäologen, würden sagen nein. Und zwar haben Sie ein Argument, das nicht unbedingt überzeugt, aber ich will es mal darlegen. Sie sagen, jede technologische Hochkultur braucht irgendwelche Metalle.
Sie arbeitet und schmelzt mit ihren welchen Metallen. Und wenn es Atlantis als weltweite Kultur gegeben hätte, dann müssten wir auf der Erde zum Beispiel angebrochene Eisenminen finden, angebrochene oder bereits ausgewertete Minen von irgendwelchen Mineralien und so weiter. Und davon ist bis jetzt nichts aufgetaucht. Deshalb sagen die Fachleute, Atlantis kann keine weltumspannende Kultur gewesen sein. Nun, mich überzeugt das nicht unbedingt, denn es gibt natürlich ein Kontraargument. Man kann sagen, ja, je perfekter eine Kultur, umso weniger hätte sie diese Arten von Mineralien oder Rohstoff nötig, wie wir sie heute haben. Man kann es noch weiter treiben. Man könnte sagen, eine perfekte Kultur würde sich vielleicht, oder würde vielleicht von außen, auch perfekt vernichtet. Und dann bleibt auch nichts mehr übrig. So hängen wir nach wie vor in der Luft. Ich würde meinen, Atlantis ja. Atlantis hat's gegeben. Literarisch kann man das sehr, sehr sauber belegen. Aber objektiv, mit dem festen Gegenstand in der Hand, schwebt man in der Luft. Leider. Nach der Katastrophe waren die Völker versprengt. Und auch das Wissen wurde geteilt, wie die Sprachen und Sitten. Alles bewegte sich in die Polarität und die Aufspaltung. Mit dem dunklen Zeitalter begann der Abstiegszyklus in die immer tiefere Abspaltung der Individuation des Getrenntseins. Die dunkle Bruderschaft trat zum ersten Mal in Erscheinung. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles Wissen Allgemeingut und es gab keine wissende Elite und ein dumm gehaltenes Volk. Es gab keine Herrscher und Beherrschten, keine Staatsführung und Geführten. Die meisten geistigen Führer der äußeren Welt fielen genauso in die Polarität wie die weltlichen Führer. Die nun selbsternannten Führer hatten ihre eigenen Stadtstaaten und ließen sich wegen ihrem zurückgehaltenen Wissen mehr und mehr als Anführer anbeten und bezeugen. Die Bruderschaft des Atlantis sorgte dafür, dass das Wissen in zwei Teile gespalten wurde. Das exoterische Wissen, das jedem zugänglich war, und das esoterische Geheimwissen, das nur den Eingeweihten dieser Bruderschaft zugänglich war. Der Spruch, Wissen ist Macht über andere, kommt noch aus dieser Zeit. Als das Wissen dem Volk vorenthalten wurde, begann der Abstieg in die geistige Umnachtung. Unter den Führern der Bruderschaften kam es zu Machtkämpfen und Auseinandersetzungen. Das führte dazu, dass die Wissenschaften zur Entwicklung von Waffen herangezogen wurden. Erst nur aus Angst vor Entmachtung, weil man sich verbal nicht mehr einigen konnte. Es wurden Verteidigungswaffen entwickelt, die später als Angriffswaffen benutzt wurden. Die Mächtigen begannen sich zu bespitzeln und errichteten die ersten Geheimdienste, um ihren Gegnern zuvorzukommen. So hielt sich die Tradition bis zum heutigen Tag, dass die Geheimdienste nicht nur den staatlichen Führern dienen, sondern auch dem bis ins heutige verzweigten Logentum. So erreichte Atlantis die Zeit seines Untergangs, der in mehreren Abstiegszyklen seinen Höhepunkt fand. Einer dieser Höhepunkte war, als wieder einmal ein Streit, um absolute Herrschaft zu erlangen, eine ultimative Waffe erzeugt wurde, eine Gravitationsbombe, um die Städte der sich jetzt bekämpfenden Priesternadeln auszulöschen. Allgemein bekannt ist das große indische Nationalepos, das Mahabharata. Es wird von Kämpfen berichtet. Zum Beispiel im 5. Buch des Mahabharatas, die sogenannte Mausola Purva, da wird von einem Gott gesprochen, der hieß Gurkha. Und dieser Gurkha habe auf die dreifache Stadt einen einzigen Blitz geschleudert. Und es wird dann sehr, sehr detailliert beschrieben, die Elefanten taumelten im Kreise, ihre Haut hing ihnen vom Leib, sie brüllten, die Menschen schrien, die Vögel stürzten vom Himmel hernieder, die Krieger rissen sich ihre Rüstungen vom Leib, sie sprangen ins Wasser. Und dann wird ausdrücklich gesagt, alles war vom tödlichen Hauch dieser Waffe genährt. Und sogar die ungeborenen Kinder im Mutterleib sind noch gestorben. Nun, das ist ein Fall aus der indischen Mythologie, wo eindeutig eine Bombe geworfen worden ist, denn die Begleiterscheinungen sind so präzise geschrieben.